Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil 2. In der letzten Folge haben wir ja eine Main-Story erfahren, dass William sich das Serum selber initiiert hat, dass man wohl das G-Virus-Problem stehen wollte. Chief Irons ist tot, wir haben einen riesen Alligator besiegt. Ja, unwahrscheinlich ist Shelby mit dem G-Virus infiziert. Come on, wake up, Sherry. My stomach. It hurts. Don't worry, you'll be fine. Come on, let's go. Ja, was erwartest du? Die ist... Jetzt ist sie? Sechs, sieben? Die ist schon schwanger. Mann, Kind will ich machen. Die andere Frage ist nur, wo ist das Ding gerade rausgekrabbelt? Weil so wie ich das sehe, ist das, tut ja William die Sachen ja im Mund einpflanzen. So, nehmen wir mal die Valve. Ja, ist ja nicht so schlimm. Naja, aber trotzdem können wir was lesen. Tagebuch des Klärwerkmanagers. 28. Juni ist ja eine Zeit lang her, aber heute habe ich Don wieder getroffen und wir haben mit der Arbeit ein wenig geredet. Er hat mir erzählt, dass er gestern krank im Bett lag. Wundert mich gar nicht, wenn man bedenkt, wie lange er hier schon gearbeitet hat. Geschwitzt wie ein Pferd und musste sich dauernd kratzen, während wir uns unterhielten. Ich habe ihn gefragt, ob ihm warm sei, aber er hat mich nur ganz komisch angeguckt. Was ist denn bloß mit ihm los? Polizeichef Irons besucht das Labor ziemlich oft in letzter Zeit. Ich weiß nicht, was er hier drüben betreibt, aber er guckt immer so ziemlich ernst. Sein Gesichtsausdruck ist dann noch beunruhigender als ohnehin. Ich vermute, es hat etwas mit Dr. Burkes unmöglichen Forderungen zu tun. Irons hat mein vollstes Mitgefühl. Nach allem, was er für die Stadt getan hat, hat er sowas hier einfach nicht verdient. 21. Juli. Ich trinke kaum etwas, weil ich ja eine ziemliche Verantwortung trage. Aber ich darf mich gar nicht beschweren, denn schließlich verdiene ich damit meine Brötchen. Ja. Polizeichef Irons kam heute gegen Abend rein und er schaute noch finsterer rein als normal. Ich habe versucht, ihn mit ein paar Scherzen aufzumuntern, aber er konnte gar nicht darüber lachen. Er zog sogar seine Dienstwaffe und drohte damit, mich zu erschießen. Ich konnte ihn schließlich beruhigen, aber er muss wirklich ernsthafte Probleme haben. Er weiß doch ganz genau, dass er ohne meine Hilfe von allem und vor allem ohne die Medaille nicht in das Labor kommt. Nennt er das vielleicht Dienst an die Bürger? 21. August. William hat mich informiert, dass Polizeichef und die Medien damit angefangen haben, sämtliche Geschäfte von Umbrella in die Lupe zu nehmen. Er sagte, die Untersuchungen erstreckten sich über das gesamte Stadtgebiet und dass es die entfernte Möglichkeit gäbe, dass niemand sogar in der Kanalisation nachsehen könnte. Er hat mir befohlen, alle Abwasserprojekte von Umbrella zu unterbrechen, bis die Untersuchungen abgeschlossen seien. Die Kanalisation wird immer noch von Verbindungsweg genutzt. Aber er hat mir ganz unmissverständlich gesagt, dass ich extrem vorsichtig sein muss und dass es nicht meinen Job kosten würde, wenn jemand von dem Unternehmen erfahren würde. So. Kommen wir zu jetzt. Ich brauche die Medaille. Ja.
Ja, ich hab die Medaille, danke schön. Nee, 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 nee. Nein. Ja. Die schöne Panzersteuerung. Ja, danke. Sehr gerne sogar, bitte. Was kommt denn, Kakis? Oh, nee. Diesmal kommen keine Kakis. Ist, dass ich die erschieße. Aber schon ganz schön scary. Scary. Ich hab das voll vergessen. Spaß beiseite. Ich hab das vergessen. Thank you.
Seite. Es ist zum Aufnehmen echt kacke. Aber was soll's. Ich hab's ja selber gut ausgefallen. Oh, perfekt. Oh, habt ihr Händchen? Nein. Dich einmal. Dich geht nicht aus. Ja, genau, da passen alle in ein Ding. Speicherraum, das zählt nicht, das zählt nicht. Oh. Ah, ich hätte nie gedacht, dass ich das hinkriege. Weil ich bin so die moderneren Teile. Die kann ich. Da glitzert nämlich was. Ich kann jetzt überlegen, ob ich jetzt. Ich kurz einmal meinen Werdegang einmal durchgehen. Schlecht.
Weil wir So, aber die Schlüssel kann ich auch erstmal abnehmen. Ja, tut total reicht. Das wird locker reichen. Vor. Meine Fresse, Sherry, gib mir gerade ein bisschen auf den Keks, du. Ich weiß jetzt, was kommt. Ich weiß jetzt, was kommt. My stomach hurts. Hang in there, Sherry. Your forehead's burning up. I've got to hurry before the embryos pupate. Verzeihung, ich habe einen großen Schluck getrunken. Sicherheitstafel. Schaltet sich das dritte Licht an. Und der Zugang von außen wird für eine Zeit lang abgeriegelt. Es ist nicht gerade so sicher, ne? Oh, was schon was. Ich glaube, ich werde den Kampf jetzt eben noch mit draufpacken und dann den Part beenden. Verraten wir es doch. Hey!
Scheibengleister, Scheibengleister, Scheibengleister! Oh Gott, ist das spannend. Alle voran. Wir sind angekommen. Sherry. That's okay. You keep it. I'm sure it'll keep you safe. Thank you, Claire. Even though I'm an only child, neither of my parents ever spent much time with me because of their work. I grew up alone. But now that you're with me, I finally have someone to rely upon. Rest here for a bit. I'll be right back as soon as I found the antidote for you. Ja, das war für mich war spannend. Über Likes, Kommentare und Feedback würde ich mich sehr gerne freuen. Oder schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt Resident Evil 2. Tschö, tschö.